Dort ist nun Wolfgang Gerstl von der ÖVP. Kollegen Doskozil, 2015 war es der damalige Polizeidirektor Doskozil, der die Flüchtlinge von Budapest über die Grenze bei Nickelsdorf noch eingewiesen hat, dass sie weiterziehen können. Er hat dann noch mit offenen Armen gehandelt. Das könnten Sie mal den Kollegen Doskozil sagen, dass er seine Politik endlich mal ändern soll und nicht nur auf die Bundesregierung schimpfen. Aber wenn wir heute eine Anfrage haben, wo ein Herr Kickl sozusagen der Bevölkerung weismachen möchte, dass er es vielleicht besser könnte in so einer Krisensituation, dann glaube ich, ist es wichtig und notwendig, dass man mal aufzeigt, was Kollege Kickl gemacht hat, als er in einer Machtfunktion war, nämlich als er Innenminister war. Was war das Erste, das er gesagt hat? Das Recht hat der Politik und nicht umgekehrt zu folgen, meine Damen und Herren. Und da wissen Sie ganz genau, warum heute sein Zwischenruf bei den Ausführungen vom Herrn Innenminister. Wie viele Menschen haben nach einem ablehnenden Bescheid ein Rechtsmittel ergriffen, das als falsch verstanden? Das zeigt, wie der Herr Innenminister, Ex-Innenminister Kickl tickt. Er ist einer, der den Menschen die Rechtsmittel wegnehmen möchte. Nein, meine Damen und Herren, das ist falsch. So einen Innenminister brauchen wir nicht in Österreich. Er war ein Innenminister, der in seinen eigenen Verfassungsschutz einmarschiert ist, um dort Angst und Schrecken zu verbreiten, damit die Polizisten dort ihrer Aufgabe nicht nachkommen können. Er war ein Innenminister, der Flüchtlinge an einem Ort konzentriert hat. Ein Schelm, wer daran denkt, dass er bei Konzentration nicht an etwas anderes gedacht hat. Er war einer, der ein Flüchtlingszentrum zu einem Ausreisezentrum machen wollte. Er war ein Innenminister, der Lausch- und Spähangriffe auf den Rechtsextremismus in Österreich unterbinden wollte. Er war ein Innenminister, der den Bericht über Straftaten zu Rechtsextremismus abschaffen wollte. Er war ein Innenminister, der Vasallen seiner Partei in den Verfassungsschutz schickte, um diesen auszuspionieren. Er war ein Innenminister, der in allen Landespolizeidirektionen eine Parallelstruktur aufbauen wollte. Das kennen wir nur aus vergangenen Jahrhunderten, meine Damen und Herren. So etwas wollen wir nie mehr wieder. Er war ein Innenminister, der als Ibiza aufflog, Präsidenten Hofer nicht einmal informierte, was gerade vorging, um die Macht in seiner Partei zu übernehmen und um ihn auszubremsen. Das ist der Mensch, Kickl, der er vorgibt und der er wirklich in Wirklichkeit ist. Was hat Wladimir Putin und Herbert Kickl noch gemeinsam? Sie haben das größte Kabinett in ihrem Umfeld, das es je bei einem Innenminister gegeben hat. Und sie haben sich genauso abgekapselt, Kickl hat sich genauso abgekapselt, wie sich Wladimir Putin abgekapselt hat, weil er selbst genauso Angst hat vor den Verschwörungen, die es rund um ihn gibt. Wer sich selbst einsperrt, der kann nicht für Freiheit sein, meine Damen und Herren. Es verwundert daher nicht, dass der Herr Bundespräsident ihn entlassen hat und dass er die heutige dringliche Anfrage nur dafür verwenden wollte, um Rache zu üben am Bundespräsidenten. Aber ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, Rache ist kein guter Ratgeber in Krisenzeiten. In Krisenzeiten heißt es zusammenstehen und nicht Rache und Angst in den Vordergrund zu stellen. Das ist die falsche Politik. Und die Menschen verstehen das auch ganz anders. Die Menschen stehen auch zusammen. Die treffen ihre Vorkehrungen selbst. Die haben solche Innenminister satt und wollen sie nie mehr wieder. Wolfgang Gerstl von der ÖVP war das. Er ist Jurist und ehemaliger Polizist mit viel Kritik am früheren Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ.